Oh mein Gott, Freunde, Supercell hat mir einfach mal 12 Gratis-Geschenke in den Posteingang geschickt. 3, 2, 1 und... Oh mein Gott, was? Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, oh mein Gott, Alter, heute gibt es ein komplett geisteskrankes Video. Denn ich zeige euch heute, was ich heute in den Posteingang geschickt bekommen habe, direkt von Supercell. Das ist wirklich zu krank. Erstmal, ich bin einfach quasi in Brawl Stars reingegangen und habe folgendes Fenster bekommen. Ihr seht es hier eingeblendet, irgendwie so Belohnung einfordern. Ich dachte so, oh mein Gott, was passiert jetzt? Und dann habe ich einfach mal folgendes gesehen. Ja, das Ausrufezeichen rechts oben und, Alter, eine 12 bei Posteingang, Junge. Ich habe noch nie eine 12 da, glaube ich, stehen gehabt. Das ist wirklich abnormal heftig, Leute. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich alles bekommen habe, werde alles einfordern und dann werden wir schon sehen, Leute. Erstmal ist es noch zensiert, was ihr hier seht. Wir fangen nämlich von unten an, Leute. Und wir sehen auf jeden Fall, ja, das erste, was wir hier bekommen, steht einfach mal Spende, PIN, Voucher redeemed. Und Alter, wir bekommen einfach mal einen Mecha-Mortis-Pin, Leute. Und jetzt auch das Geheimnis gelüftet. Digga, ich habe einfach... Oh mein Gott, ist das ein kranker Pin. Digga, ich habe einfach legendäre Mortis-Pins bekommen in den Posteingang. Und Digga, hier mit dem Schwert noch einer. Der sieht auch ultra krass aus. Der nächste Pin, ja auch kostenlos im ja, Posteingang drin. Und Leute, in diesem Video werde ich auch übrigens auflösen, wer von euch auch ja, diese 12 Geschenke in den Posteingang bekommt. Denn es gab ja das Gewinnspiel mit Supercell zusammen. Und so werdet ihr das genauso wie ich in den Posteingang bekommen. Das wird gleich aufgelöst auch noch. Ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Hier haben wir auch noch mal den wütenden Mecha-Mortis. Ich finde das übelst lustig. Digga, ich habe jetzt einfach diese ganzen Pins abgeholt, obwohl ich den Mecha-Mortis doch gar nicht habe. Ne? Das ist irgendwie ganz lustig. Und Digga, einfach ein Profilbild im, Digga, im Posteingang. Sowas kenne ich auch noch nicht. Übelst krank, Mann. Und ja, nochmal auf jeden Fall hier einen Pin. Let's go. Sehr geil. Auch sehr cooler Pin auf jeden Fall. Dann nochmal hier ein Spray im Posteingang. Sehr krass. Und nochmal hier den Pin. Sehr, sehr cool, Leute. Und Alter, es bleibt nur noch ein Geschenk übrig. Ihr seht es. Skinspende, Mecha-Mortis. Oh mein Gott, ein Gratis-Skin. Wie geil ist das bitte? Vorher werden wir aber nochmal schnell hier den Mecha-Mortis einmal ausrüsten. So, und zwar hier einmal. Und so, jetzt schauen wir mal in, ja, in den Shop, was sich hier getan hat. Denn Leute, ich glaube, es ist eben so. Wenn ich jetzt diesen Mecha-Mortis abhole, müssten eigentlich im Shop die neuen Farbvarianten gleich sein. Und ich bin ultra gespannt. Wir drücken auf Einfordern in 3, 2, 1 und... Oh mein Gott, was? Digga, da ist er, der Mecha-Mortis-Skin, let's go, man. Oh mein Gott, komplett krank, Leute. Übertrieben nice, wirklich. Haben wir ihn auf jeden Fall auch bekommen. Und jetzt schauen wir direkt mal rein. Haben wir jetzt im Shop die Farbvarianten bekommen? Nee, haben wir noch nicht bekommen, lol. Ich dachte, die kommen dann direkt in den Shop, aber scheinbar noch nicht, Leute. Und jetzt gehen wir auf jeden Fall mal direkt auf den Kollegen Mortis drauf und rüsten einmal den Mecha-Mortis aus und dann werden wir richtig fett reintrollen, Leute. Alle wissen auf jeden Fall, dieser Skin ist noch nicht draußen und wir werden ihn in Solo-Showdown gleich spielen. Auch mit den ganzen Pins. Das heißt, wir nehmen jetzt auf jeden Fall einfach mal den hier, den Pin, ne? Der ist sehr krank, würde ich sagen. Dann irgendeiner war auch mega heftig von diesen Pins. War das der? Nee. Ah, der, den fand ich auch krass irgendwie. Und da machen wir nochmal das Herz, würde ich sagen, rein. Sehr, sehr krank, Leute. Und Digga, guckt euch mal an, wie krank dieser Skin wirklich aussieht. Also ich muss sagen, ich feiere Mortis an sich nicht, aber dieser Skin ist einfach zu krank, ne? Wirklich sehr heftig. Dass ich ihn jetzt als Gratis-Geschenk bekommen habe, sehr krank. Und wie gesagt, wir haben jetzt leider hier, ja, keine Farbvarianten im Shop, aber wir haben jetzt nochmal den LOL, den Mr. P-Pin gehabt. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen in Solo-Showdown rein und trollen jetzt mal richtig, richtig fett die Leute. Ich glaube, die haben gar keinen Plan, was jetzt hier abgeht. Und genau, bestimmt wird entweder jeder mit mir Team oder jeder wird mich versuchen zu targeten. Na, was geht, Mortis? Ich glaube, der ist ein bisschen verwirrt, oder? Digga, let's go, Mann. Okay. Ich glaube, der hat gar keinen Plan, was abgeht, oder? Der hat echt gar keinen Plan, was abgeht. Junge, okay, let's go. Ich frage mich nur, ob der auf mich geht oder eben nicht, ne? So. So, danke für die beiden Cubes hier auf jeden Fall. Junge, der Mortis, Wahnsinn, Digga. Übelst geil.
finde das echt mega lustig, weil die haben echt so, glaube ich, diesen ultra verwirrt die Leute einfach, ne? Und wir können jetzt ja auch nochmal unser Mortis Spray hier machen, weil das kann man auch nur machen, wenn man Mecha Mortis auf jeden Fall hat. So, das Mecha Mortis Spray. Und okay, der will auf jeden Fall hier die Ulti aufladen an mir. Deswegen helfen wir ihm da mal ein bisschen aus, aber dürfen nicht vergessen, dass wir natürlich auch die Ulti brauchen, ne? Deswegen, also Chancengleichheit muss hier natürlich sein. Und Digga, hier ist einfach meine Ems. So, zack. Und du kannst auch gerne aufladen. Junge, was denkt er sich eigentlich? Hier läuft einfach so random so ein Mecha Mortis rum, denkt er sich. Das kann eigentlich gar nicht sein. So, nice, Digga. Okay, wir haben beide die Ulti. So, zack. Habe ich ihm auf jeden Fall nochmal schön gezeigt hier. Und nochmal hier das Spray hinmachen von Mecha Mortis. Let's go. Junge, Alter. Und jetzt, komm, wir hauen nochmal den Escape hin raus. Der ist ja auch ein Mortis-Pin, ne? Und daher passt das ja hier ganz gut, Leute. Alter, wie krass ist das bitte? No joke, Mann. Übertrieben nice. Und, Digga, einfach 12 Geschenke in den Posteingang. Das habe ich echt fast noch nie bekommen. So, moinsen. Brock. Aha, ich habe alle Cubes abgestaubt, das tut mir leid, mein Freund, ne? Aber der Sieg muss natürlich hier sein mit Mecha Mortis, ne? Das ist nicht böse gemeint, aber muss natürlich sein. Und okay, wir nehmen uns auf jeden Fall hier mal die Cubes und hauen hier mal nach oben ab. Jetzt muss ich hier mal einen Dash aufladen an sich und dann, wenn ich den aufgeladen habe, ja, dann kann ich zu Ems und sie nämlich killen. Let's go, und jetzt haben wir Showdown gegen den Gale. Oh, wir dodgen auf jeden Fall. Wir dodgen. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, ich dodge die ganze Zeit seine Schüsse weg. Lol, dieses Game, Digga. Ja. Wie habe ich das denn noch gewonnen? Oh mein Gott, das war das krasseste Game ever. Ich sag's euch. Alter, war das heftig, Digga. Direkt erste Runde mit Mecha Mortis für Platz 1 geholt. Zu krankes Game, Leute. Ihr seht es auf jeden Fall. Und ja, damit haben wir auf jeden Fall ja, gut geflext, würde ich echt mal sagen. Digga, ist das krank. Und auch dieses Mecha Mortis Profil, man kann das, wie gesagt, eigentlich noch nicht haben. Und Leute, jetzt kommen wir auf jeden Fall nochmal ganz schnell zum Gewinnspiel. So Leute, wie gesagt, es konnten eben 6 Skins an euch verlost werden. Und die 6 Gewinner seht ihr hier eingeblendet, die Kommentare, ne? Und jeder hat ja eine Kontaktmöglichkeit angegeben. Die habe ich per Zufall ausgelost mit einem Programm. Und das sind auf jeden Fall die 6 Gewinner-Kommentare. Ich habe euch bereits schon ja, den Link zugeschickt, wie ihr den Skin bekommt. Ne, ganz wichtig, ihr müsst auf jeden Fall angemeldet sein mit eurem Hauptaccount, wenn ihr auf den Link klickt. Und dann kriegt ihr den Skin auf dem Account. Wie gesagt, an euch auch nochmal herzlichen Glückwunsch, Leute. Ja, sehr, sehr geiles Video. Fand ich auf jeden Fall ultra geil, dass ich den Skin bekommen habe. Wir sehen uns, Freunde. Und damit, ciao, ciao.